Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. TerraStone hört sich schon so antik an. Was steckt denn hinter diesem Baumaterial? Also der TerraStone-Erdenstein besteht aus rein natürlichen Mineralien. Und das ist zunächst mal ein Pulver aus Steinmehlen, Alabaster, Marmor, Kalk. Und diese Rezeptur ist geschützt und 250 Jahre alt. Und dann haben wir noch Baumharze. Das macht es so elastisch, auch so strapazierfähig, dass man auch auf Böden es einsetzen kann, also nicht nur Wände. Und dieses Pulver, man bringt die Farbe mit hinbei, dann kommen Mineralien dazu und dieser Mörtel wird gespachtelt und ausgebildete Handwerker bringen es an die Wand und hier ist eine sehr steinartige Struktur mal ausgewählt. Es nimmt Feuchtigkeit auf, gibt es zurück. Ja, und wie ein Stein ist es robust und dauerhaft, also es übersteht Generationen. Welche Einsatzgebiete hat denn der TerraStone? Vorwiegend natürlich im Wandbereich, dekorative Wände, von Weiß über alle Farben, Anthrazit, aber auch das Material ist Fußboden geeignet. Das heißt, Sie können antike Böden mit unseren Handwerkern so gestalten, dass es echt aussieht und das in nur 3 bis 4 mm Schichtstärke, auch auf vorhandenen alten Fliesen. Also ich kann sehr einfach und sehr gut renovieren. Und da führe ich Sie einmal in die Dusche. Das ist jetzt hier auch im Wandbereich mal gezeigt, ist das chemikalienbeständig versiegelt. Und das auch nur in einer Schichtstärke von ca. 2 bis 3 mm anwendbar. Was hat das Material gegenüber Fliesen, gegenüber Putz für einen Vorteil? Der größte Vorteil, Sie duschen mit der Familie, Sie haben keramische Fliesen und Sie sehen sich nicht mehr im Spiegel, weil alles Wasserdampf im Raum ist. Das hat man nicht, weil der TerraStone nimmt komplett die Feuchtigkeit auf, absorbiert sie, gibt sie wieder zurück. Und man hat ein Wellness-Raumklima im Bad wie ein Wohnraum. Was kostet mich denn so eine Wand? Was kostet mich ein Boden? Ich nehme jetzt mal diese steinartige Struktur. Sowas wird zwischen 80 und 120 Euro pro Quadratmeter Material und Ausführung beginnen. Hier eine komplett mineralische Oberfläche mit diesen edlen Glimmer. Die Glimmer sind bis zu 600 Millionen Jahre alt. Reine Natur. Da wird man mit so einer Sonderfarbe vielleicht bei 120, 140 Euro der Quadratmeter liegen. Ich kann aber auch hier, wo wir stehen, einen Tresen, ein Möbel beschichten. Und dann ist es Objektarbeit, wie ein Kamin, wie eine Treppe, die ich veredle. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.